Du trinkst immer noch mit Eis, richtig? Ja, danke. Sag mir mal, wozu ich hier bin. Du hast wohl den Verstand verloren. Du bist hier, um die Mädchen auf ihr Examen vorzubereiten. So nicht so, als ob du es nicht verstehst. Du und ich sind hier. Warum? Ach, warum wir hier sind. Eigentlich aus dem gleichen Grund. Des Geldes wegen. Du als Lehrer verdienst nichts. Und es interessiert dich auch nicht. Aber dir gefällt das schöne Leben, die Bequemlichkeit, der Luxus, der Komfort. Ich weiß, dass du alles dafür tun würdest. Ich verstehe dich. Erinnere dich an das Leben, das du geführt hast, bevor dein Vater in Konkurs gegangen ist. Ist klar, dass du danach strebst. Ist nicht wahr. Was redest du da? Ich bin nur hierher gekommen, weil du mich gerufen hast. Du solltest wissen, dass Geld für mich nicht wichtig ist. Roberto, du bist ein Heuchler. Ja, spiel nur den Beleidigten. Doch stell dir vor, du wärst auf diesem Niveau. Weißt du eigentlich, warum ich einen Tick besser bin? Es gibt nämlich nichts, was ich nicht auch bekomme. Ich kenne keine Angst mehr vor der Wahrheit, seit ich es schaffte, mich von meinem verstorbenen Mann heiraten zu lassen. Ich ließ dich gehen. Ich wusste auch, damit ging meine große Liebe, all das, was ich geliebt habe. Ich wusste aber genau, weshalb ich das tat. Weshalb? Ach, nichts. Nur so. Privat und familiäres. Es gab Mysteriöses. Oh, es ist schon spät. Ich werde Justina Bescheid sagen, sonst kriegen wir heute Abend nichts zu essen.